Es war ein langer Weg, bis Tarek Al-Wazir seinem Koalitionspartner, dem alten und neuen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, zur Wiederwahl gratulieren konnte. Bei allen Sondierungsrunden und dem anschließenden Koalitionspoker immer dabei, Pitt von Bebenburg. Für seine kompetente und kritische Berichterstattung zur Landespolitik erhielt der Landtagskorrespondent der Frankfurter Rundschau jetzt den von der Sparda Bank Hessen ausgelobten Hessischen Journalistenpreis. Das ist eine Auszeichnung für mich persönlich, aber eben auch für die Redaktion. Der Frankfurter Rundschau ist es in den letzten Jahren nicht immer gut gegangen. Und zu zeigen, dass wir immer noch dazu in der Lage sind, auch mit wenig Personal außerordentliche journalistische Leistungen zu schaffen als Autoren, aber eben auch im Hintergrund in der Redaktion. Das ist einfach so eine Auszeichnung für mich persönlich, aber auch für die Redaktion. Und das freut mich schon sehr. Den Ehrenpreis für sein bisheriges Lebenswerk durfte der beliebte Fernsehmoderator Holger Weinert entgegennehmen. Neben seiner journalistischen Arbeit werde damit auch sein gesellschaftliches Engagement gewürdigt, so die Jury. Weinert setzt sich seit vielen Jahren gegen Diskriminierung und für die AIDS-Hilfe ein.